5.3.2019, den Tag nach Rosenmontag, bin ich zusammen mit Eddie nochmal an den Lachsforellenteich gefahren, um mal schöne Forellen zu fangen. Wie man hören kann, war es an dem Tag ziemlich stürmisch und wir hatten den ganzen Vormittag über starke Regenschauer. Den ersten Biss bekam Eddie auf der Grundroute, auftreibende Kombi mit Bienenmade und Teig, ca. 30 cm über Grund. Eddie fischte an seiner Grundroute folgende Taktik. Er hatte einen Bodentaster montiert, den er alle 3 bis 5 Minuten in 2 Kurbelumdrehungen bewegte. Der erste Biss sollte auch nicht lange auf sich warten lassen. Zweimal hintereinander habe ich in 10 Sekunden einfach nur mal einen Meter beigedreht. Ja. Beim zweiten Mal warm, ne? Hier, Willi, eingebrochen und ab geht's, ne? Einmal dran gedreht und schon habe ich's. Zurzeit beißen die Lachsforellen auf Grund extrem gut. Wir konnten einige überlisten und auf der gegenüberliegenden Seite, ziemlich in der Mitte, fing ein älterer Herr 2 schöne 5 Kilo plus Forellen, beide auf Grund, 10 cm über Grund mit Styroporkugel und Bienenmade.
Der war aber auch schon weit da hinten, ne? Ich bin Herr lieber. Ebenso bitte. Ja. Dankeschön. So, Grundmontage 1, Spoon und Gummi 0. Aufgrund verwende ich meistens zwei Bienenmaden mit einer gemischten Teilkombi, hier in dem Fall Orange zusammen mit Chartreux gemischt. Die Höhe variiere ich meistens zwischen 10 bis 40 cm. Und falls danach nichts geht, gehe ich zwischen 70 und 1 Meter höher. Ganz weit über gleich. Letzte Marsch. Die war aber weit hinten da. Ja, ne? Danke. Sehr schön. Sehr schön, ne? An Gummiködern fische ich zurzeit Köder von Traut Yara und von Probaits. Hier habe ich den Traut Yara Mirax in 70 mm. Mit einem 3,5 mm Tungstenkopf. Oh.
Und nach hier. Rechts in der Ecke an den Schilfgräsern stehen öfter schon mal schöne Forellen. Und es ist mal wieder ein Versuch, jetzt dort genau an der Kante vorbeizuschleppen. Hast du gesehen, wie sie hinterher ist? Konnte sie dem Köder nicht widerstehen, den ich wirklich extrem langsam geführt habe. Wo eine steht, sind noch meistens zwei Forellen, dachte ich zumindest, sollte sich jedoch anders herausstellen. Ach, guck an! Hilfe? Helfen? Hey, echt? Es kommt leider schon mal vor, dass man gerade passiv stehende Fische wie Karpfen oder Rassen schon mal am Rücken hakt. Bei dem Haken löste sich der UV-Kleber der Tankperle am Hakenkopf oben an der Öse. Schnell den Haken getauscht und dann geht's weiter. Was man auf jeden Fall machen sollte ist, hängt den Haken vorher im Snap ein und dann zieht erst den Gummiköder drauf. Ansonsten ist es ganz schön eine Fummelei. Endlich geschafft und weiter geht's. Die nächste Off-Gummi wieder auf einen Mirax 70mm, Geschmacksrichtung Bubblegum in Orange. Ja.
Die gefangenen Lachsforellen an diesem Tag hatten alle so zwischen 1,2 und 1,8 Kilogramm. Ah, jetzt ist es weggeflogen, schade. Dann saß auf dem Rutenständer im Rotkehlchen und hat sich angeguckt, was wir machen. Der nächste Biss auf Grund, wieder Bienenmarder, Teilkombi, die auftreibend 40 cm über Grund. Die Route habe ich direkt an dem Trennnetz zwischen Angelsee und Schongebiet abgelegt. In diesem Bereich patrouillieren öfter die Forellen genau zwischen den beiden Seen. Beim Anhieb und bei den ersten Fluchten dachte ich, es wäre eine größere Lachsforelle, aber auch die war knapp um die 2 Kilo gelegen. Eddie konnte hier meinen Mirag 70 noch in Oberfläche abfischen, den ich beim Anhieb verloren habe. Er wunderte sich, wie gut die Köder noch duften, obwohl ich die, wie gesagt, in meiner Box abgewaschen aufbewahre und schon jetzt einige Wochen fische. Was hast du drauf gemacht? Kalt und Bienenmarder? Gelb oder orange? Orange oder grün? Ja, okay. Das ist mal eine gute Idee. Gibt's nicht. Die ist bestimmt 10-mal nachgegangen. Oh, tock, 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 tock. Jetzt habe ich sie verhauen. Nee, also sowas von keinem Bock zu fressen. Meinen neuen Stream. Den was? Meinen neuen Stream.
Gelten oder große? Ja, das sieht so aus. Auch die Forelle nahm den Spoon wirklich nur knapp 2 Meter vor der Uferkante. Pink. Ne? Das haben wir noch, gerade mal. Erstmal sauber machen, mal streckig. Das ist nämlich die Seite, hat hier so ein bläulich-silber und hier ist er komplett pink auf der Rückseite. Der nächste Biss aufs Spoon kommt brutal, auch wieder 2 Meter vor der Uferkante weg. Der Fisch muss den Spoon ganz, ganz knapp genommen haben und somit hatte ich wenig Chancen, ihn weiter auszudröllen. Naja, hellblau war er nicht direkt, er war blau-silberfarben und die Unterseite war aber weiß. Da mir die Forelle zuvor ausgeschlitzt ist im Drill, habe ich es bei der Forelle ein bisschen langsamer angehen lassen.
Das hat das Rotkehlchen jetzt schon 5-6 Mal gemacht. Ja, und ehe ich die wegschmeiße hinterher, bin ich doch froh, wenn ich den mal mit ein bisschen Spaß kriegen kann. Ja? Mir ist aus Versehen ein Tropfen Milch da reingegangen. Ja. Wir haben Quatschen mit ihm, hast du mir reingekippt und dann hast du auch ein Stückchen da rein. Das ist nicht. Ist aber nicht hier. Korridor. Dankeschön. Er macht ein paar Würstchen dran. Ja, ist ja gar nicht so. Ja, gar nicht. Oh, Scheiße. Nee, mein Lied. Schrott? Richtig Schrott? Zweimal klack klack. Ja, das ist mit meinem anderen Hütchen auch passiert. Das ist der Nachfolger von meinem Lieblingshütchen. Nichts tut mehr weh wie das Knacken einer Rute. Ja, das hat doppelt weh getan. Das kann ich dir sagen. Das war wirklich mein Lieblingshütchen. Ne? Ja, meine Hütte fehlt für die Team auch. Sicher nicht mehr. Das war die Team-Match. Ja. Du bist in keinem Shop mehr. Ja. Ich vermute, dass er wirklich eigene Blöd hat, weil ich die heiß. Ja. Er hat ihm auch die Linie frei gemacht. Ne? Und ich denke mal, da war eine Kante dran, der hat es so wie viel. Ah, okay. Genau, das macht ihn. Okay. Ist leider auf dem Video Nummer 6, Angeln in Finkenbachtal, live drauf zu sehen. Optimum kann ja jeder, ne? Optimum kann jeder. Oranje, mal erstmal Oranje. Oranje geht eigentlich immer. Machen wir ganz so groß. So kleine Lachsforellen. Und aufpassen, jetzt habe ich die gleich geschrottet. Und muss ich mir schon geben. Das ist mir mal an der Nummer passiert. Habe ich den Fisch abgehakt. Ja. Wollte dann im Liegen, die Rute lag in der Rild, war das. Lag die Rute. Dann einfach nur ein bisschen Schnur ziehen. Von Pack. Drei Teile hatte ich draus. Ja. Weil hätte ich trennende Augen, ehrlich. Ja, und mir ist es passiert, wenn ich die Liebesbrüche, das war auch so eine Papierfarbe von TFT, ne? Ja. Von Tubertini sogar, ne? Ein Trautfeinder? Ja, ja. Ja. Und ich ziehe die falsch rum und knapp, ne? Da fallen einem sämtliche Flüche ein, die es gibt, ne? Ja, das kann ich dir sagen. Das waren keine netten Worte, die mir dann in den Sinn kamen. Da fliegst du gut, Mann. Hey. Ah, ein Wurf, ne? Kollege. Sensationell. Schick, ne? Telemark. Ganz sauber gestanden, 19,5. Das war eine Telemark-Landung, eindeutig. Na, drei, genau. Cherie Maritiot, schönen Gruß zu Hause. Hier bin ich so, ne? Lass dich nicht ansprechen, hier vom kleinen Onkel oder so, ne? Hab ich nicht vor. Ja, ja. Von gut nach Hause her, ne? Eddie konnte 4 Forellen insgesamt fangen, 3 auf Grund und 1 mit Huhn. Um 17 Uhr machte ich dann auch Schluss. Insgesamt konnte ich 7 schöne Lachsforellen fangen mit einem Gesamtgewicht von 9,2 Kilo. 2 konnte ich auf Grund fangen mit Bienenmade und Teilkombi, auftreibend, zwischen 30 und 40 cm variierend. 3 konnte ich fangen mit Gummis von Traut Yara, dem Mirac 70, in Chartreux und Orange. Bubblegum ist die Geschmacksrichtung des Tages gewesen. Und 2 konnte ich auf Spoons fangen. Insgesamt waren wir 8 Angler am See und soweit ich sehen konnte, hat jeder Fisch gefangen. Das nächste Mal werden Toni und ich am 17.03. vor Ort sein. Es werden Lachsforellen von 3 bis 5 Kilo besetzt. Und mit einer maximalen Teilnehmerzahl von 24 Anglern. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Anlage in einem Waldbereich liegt und jenseits von Straßenverkehr und sonstigen Störgeräuschen man in Ruhe angeln kann.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.